Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Spyro 2, nicht in der Enhanced Edition, wir sind nicht mehr bei Caustic. Und wir sind gerade da. Oh, was ist das? Wir sind gerade dabei, diesem kleinen Nilpferdjungen zu folgen. Okay. Und mit ihm Beeren zu futtern. Macht ihm richtig viel Spaß, ich find's auch witzig und ich weiß nicht, was das ist, aber wir essen es. Why not? Why not? Ach, komm her. Buff. Erstmal kümmern wir uns hier um alles in diesem Raum. Dann kümmern wir uns um die Beere. Ja, ich mach euch fertig. Dusch, dusch. Okidoki. Soweit, so interessant. Da oben ist der Baum. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch dieses Schießgerät da hinten. Damit wir überhaupt an den Baum rankommen. Das Geräusch ist auch schon so. Macht Lust auf mehr. Da fliegt die Beere. Gönn dir. Einfach rein in die Figur und dann geht's weiter. Wie auch immer alles kaputt war, ist der Typ. Einfach witzig. So, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Danke, dass du mir geholfen hast, den großen Beerenstrauch zu erreichen. Jetzt können wir jederzeit Beeren essen. Nimm das hier. Es ist ein Geschenk von allen Nilpferden. Lass mich raten, es ist eine Beere. Schattige Oase-Talisman muss eine Beere... Nein, es ist eine Wunderlampe. Also ich hätte jetzt ja Felsen... Nein, ich wollte noch nicht raus. Felsenfest mit einer Beere gerechnet, aber okay. Dusch. Oh, das Ding verfolgen. Oh, das wird aber eklig. Okay. So. Was ist nun los? Spyro, drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen geklaut. Bitte nimm sie ihnen wieder ab, bevor sie sie aus der schattigen Oase entführen. Fangen die listigen Diebe. Alles klar. Wir müssen drei listige Diebe fangen. Nee, 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 nee. Oh je, das ist wirklich ekelhaft. Nee, 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 nee. Es erinnert mich ein bisschen an die Eier, ne? Okay. So, alles klar. Also, das haben wir. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Wir müssen versuchen, diesen komischen Korb zu finden. Wobei, wir gehen jetzt erstmal nach da unten, würde ich sagen. Gemütlich und entspannt schauen wir uns jetzt erstmal hier um. Oh, scheiße. Okay, ich bin etwas zu weit runtergefallen. Dafür habe ich den ersten Dieb gefunden. Ach, es ist wie früher. Okay, er springt nach oben und dann. Dann habe ich ein bisschen verloren, muss ich sagen. Was ist das denn? Er springt nach da oben. Okay, das scheint doch etwas anders zu sein als früher. Man verfolgt die jetzt wohl irgendwie etwas länger und am Ende bringt man sie in eine Sackgasse oder wie geht's dann weiter? Wie soll ich das denn machen? Oh! Das Einzige, was mir einfällt, ist ihm echt den Weg abzuschneiden. Das ist, glaube ich, der einzige Weg. Ah, nee. Keine Chance. Der ist viel zu schnell. Okay, wait a second. Wir kriegen das aber hin. Schon nicht. Ist in die andere Richtung gesprungen, die Sau. Das ist ja nicht zu fassen. Also selbst das funktioniert nicht. Die sind zu schlau für uns. Abkürzen ist nicht drin. Aber es war schon ganz gut. Ich glaube, das klappt. Warte mal. Keine Ahnung, wie wir den denn kriegen sollen, ey. Meine Güte. Das ist ja widerlich. Also langsam, also mit dem Schwer lügen die jetzt zumindest nicht mehr. Wenn schwer dran steht, dann ist es schwer. Ah, oh, komm schon! Also das mit der Abkürzung war schon ganz gut gerade. Ja! What the fuck? Den ersten haben wir. Okay, wir müssen echt mega abkürzen. Oh, ein Niesen raunt sich gerade bei mir an. Sollte es gleich passieren, entschuldige mich schon mal. Oh, oh, das ist aber schrecklich gerade.
Okay, so, jetzt sind wir hier. Was ist das für ein Ort? Ich weiß es nicht. Hier ist eine Rakete. Irgendwie habe ich verkackt. Bin gerade eben zu weit runtergefallen, habe ich das Gefühl. Okay, wir sind wieder am Anfang. Scheiße. Na egal, wir müssen ja eh das ganze Level einmal absuchen. Insofern passt das schon. Wäre halt schlauer gewesen, wenn wir am Anfang da nicht gerade ganz runtergefallen wären. Okay. Wenn ihr irgendwo dieses lustige Fragezeichen-Teil seht, ne, ruhig mal laut aufschreien. Das war der Anfang. Und da wollen wir jetzt aktuell noch nicht hin, da fallen wir gleich von oben hin. Warte, wir gehen mal doch oben lang, falls da diese Fragezeichen-Buddel ist. Who knows where she is? Hoppala, okay, wir gehen doch nicht oben lang, weil ich zu doof bin. Aber die scheint da eh nicht zu sein. Nee. Oh, warte, doch. Nee, war nur das Fenster. Fuchs sieht schon Halluzinationen. Dann muss sie ja hier irgendwo sein. Von der Optik her würde das in diesen Raum passen. Da ist wieder eine. Okay, warte. Der haut auch noch ab. Ah, oh, das ist aber auch ekelhaft. Ah, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, Leute, den kriegen wir. Ah! Scheiße. Nein, er ist nochmal im Kreis gerannt, du Sau. Alter Schwede, man weiß halt nicht, ob er nochmal im Kreis rennt oder nicht. Okay. Alter Schwede. Es ist ja witzig. Es ist ja witzig. Komm, es macht Spaß, aber meine Güte. Ihr seid auch fies so. Wo müssen wir denn jetzt lang? In die andere Richtung, glaube ich. Ach, das gute Spyro. Das gute, gute Spyro. Oh, nicht. Danke. Hier hätte sie auftauchen können, diese komische Frage. Oder vielleicht, weil man zu lange gebraucht hat, ist sie wieder am Anfang? Boah, ich habe echt nie aufgepasst. So, warte, jetzt fahren wir erstmal hier hin. Hallo! Sorry. Keine Absicht. Leben, das können wir gut gebrauchen. Leben. Da ist die Fragezeichenbuddel. Wo ist sie denn jetzt? Okay, irgendwo auf so einem Ding oben drauf. Das werden wir schon auch noch finden. So, wir gehen noch nicht gleich wieder runter. Nein, nein, nein. Schauen wir uns erstmal um hier. Spyro, meine Brüder sind in Stein gefangen. Ich fürchte, du musst erst eine Art Kopfstoß lernen, bevor du uns helfen kannst. Ah. Alles klar. Wir lernen bald wieder eine neue Fähigkeit und mit diesem Kopfstoß werden wir dann bestimmt auch diese komischen Biester kaputt kriegen, was aktuell noch nicht funktioniert. Oh, fuck, 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 fuck. Na, immerhin habe ich die Buddel gefunden. Kopfstoß. Daran muss ich denken, weil das ist heute der letzte Part von der Aufnahmesession und ich denke, wir werden das heute nicht mehr schaffen. Na, vielleicht doch noch. Ist sie da vorne? Ja. Kopfstoß. Und dann kriegen wir bestimmt auch diese Viecher kaputt. Aber hätten wir das dann nicht schon längst irgendwo lernen müssen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Jetzt habe ich gerade nachgedacht und nicht aufgepasst. Wo ist die Buddel jetzt hin? Ohne Spaß. Ich habe jetzt... Oh, nicht aufgepasst. Oh, Kacke. Das war ein bisschen dumm. Also hier wird sie nicht sein. Wir müssen dann in die andere Richtung.
bin erstaunt, dass er hier wieder das Dings anzeigt. Hier gibt's doch gar keinen mehr. Also eine Lampe finden wir auf jeden Fall noch. Da weiß ich ja schon, wo sie ist. Das schaffen wir wohl auch noch. Und dann müssen wir nur noch die Buddel jetzt finden. Und danach sind wir dann hier erstmal erledigt, weil wir erst den Kopfstoß lernen müssen. Da unten ist die Sau. Alter Schwede. Okay, das wird ekelhaft. Los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Na also, wenigstens mal ein Erfolgserlebnis hier. Lampen haben wir. Alle Lampen sind an. Zurückbringen der drei Zauberlampen. Tu immer gerne. Nimm diese Kugel. So eine Elfe. Elfe hat sie bei mir gelassen, aber sie will nicht richtig glänzen. Danke, gib mir her das Ding. Sorry, ich habe schon wieder gedrückt. Somit können wir nicht das geniale deutsche Voice Acting hier genießen. Ich muss das unterlassen. Es tut mir leid. Ich muss das wirklich unterlassen. So, bevor wir dann jetzt abmoven, nochmal wieder da zurück. Upp, wir füllen nochmal wieder unsere Kiste hier auf und sammeln dann wenigstens ein, was geht. Ich kriege nicht kaputt, ne? Was ist denn das? Hoppala. Wahrscheinlich brauchen wir da auch den Kopfstoß für. Okay, also wir kehren wieder zurück, wenn wir den Kopfstoß haben. Bis dahin verlassen wir den Ort dann erstmal. Vielleicht lernen wir den jetzt doch noch. Allzu weit kann es ja nicht mehr sein mit dem Kopfstoß. Der Superbaum mit den Superfrüchten. Neischüren kommen immer rein in die Figur. Ich immer nix. Immer nix. Nein, wirklich immer nix. Sein dicker Körper verrät alles, ja. Sehr schön, sehr schön, schön. So, Rückkehr nach Herbstfeld. Speichervorgang abgeschlossen. Da wollen wir mal. Okidoki. Oh. Gut gemacht, Spyro. Da du jetzt alle 14 Talismane hast, kann dein Handbuch das Türschloss knacken und du kannst gegen Schluck kämpfen. Bist du bereit? Noch nicht, aber es freut mich. Her mit ihm. Viel später. Okay, komm wieder, wenn du soweit bist. Machen wir. Oder wollen wir jetzt doch sofort gegen Schluck kämpfen? Sommerwald. Da kann man auf jeden Fall sehen, es sind noch Kugeln offen. Ich wollte eigentlich wissen, ob hier noch irgendwo der Mann mit der Kopfattacke ist. Wenn ich das erst lernen muss. Ich muss das doch wohl hier lernen. Kann nicht sein, dass wir das noch nicht gelernt haben. Wahrscheinlich gibt es das in diesem Glutding. Ich guck mal eben kurz, warte mal. Lass mich mal nebenbei schnell googeln. Spyro 2 Kopfstoß. Spyro 2 Kopfstoß. Über den Kopfstoß. Gateway to Glimmer. Hallo zusammen, kann man den Kopfstoß irgendwie früher bekommen? Wenn ich weiß, muss man erst Schluck und Ripto besiegen. Gib im Pausemenü ein 4x Kreis und einmal Viereck. Dann kannst du alles freischalten. Cool, das hilft mir ja nicht. Also, wir müssen erst jemanden besiegen. Insofern, noch nichts mit Kopfstoß. Also, geht's doch weiter. Ich bin ready. Lass es uns tun. Wie geht das jetzt? Mit dir reden oder was? Dialog. Scheiße. Gut gemacht, Spyro. Ja, wissen wir doch schon. Her mit ihm. Du musst durch das Loch im Boden springen. Um zu Ripto und Schluck zu gelangen. Ich kann dir etwas helfen. Ich habe ein paar Flugsaurier aus der Skelos-Einöde gezähmt. Sie lassen Gegenstände fallen, die du im Kampf gegen Schluck brauchen kannst. Na dann mal los. Schlucks Haus. Auf geht's. Wieder den nächsten Boss. Schluck. Dö. Hoffentlich isst er uns nicht. Schluck, endlich gehört Avala uns. Du hast eine besondere Belohnung verdient. Hier, Schluck, diese Fee, oder was? Was ist los, Schluck? Oh, die Elfe. Da bitte. Hurra! Du hast meinen Umhang angekokelt. Du fängst echt an, mir auf die Nerven zu gehen, du Drache. Verabschiede dich, Feueratem. Schluck, Mittagessen.
Jetzt geht's los. Mach ihn fertig, dann darfst du so viele Elfen essen, wie du willst. Ah, das wird ein Vergnügen. There we go again. Gegen Schluck. Na los, komm. Lass es uns tun. Das wird ein... Oh. Okay. Aha, wir müssen einen Schluck mit Fässern hauen. Alles klar. Okay, was machen wir damit? Essen und dann schießen oder was? Ah, wir müssen es anzünden, alles klar. Ich verstehe. Verstehe, was wir hier tun. Alles klar. Ich glaube, Schluck wird noch eklig werden. Oh, Kacke. Ja, das ist aber auf jeden Fall mal ein lustiger Gegner. Erstmal rennen, damit Schluck uns nicht trifft. Oh, scheiße. Schluck isst auch die Dinger. Das ist natürlich nicht so ohne. Oh, oh. Das ist ja fies. Schluck isst auch diese Raketen. Oh, fuck. Oh, Kacke. Oh! Also mit den Kanonen, mit den Bomben komme ich am wenigsten gut klar, muss ich sagen. Haben wir noch Sparks? Nee, ne? Oh, oh. Oh, scheiße. Ich war zu blöd, das Hühnchen zu treffen. Okay, das wird noch lustig. Ich glaube, da werde ich ein paar Versuche für brauchen, doch. Okay, so. Au. Ich bin Frieden. Schluck wird eklig werden. So weit? Upala, so gut. Also mit Bomben komme ich nicht, werde ich nicht gut klarkommen. Die werden wir versuchen zu ignorieren. Außer jetzt beim ersten Mal. Da klappt das gut. So, okay, weiter geht's. Ah, Kacke, das ist aber auch fies. Ich schluck auch sofort auf die Rakete abgeht, ey. In meinem Kreis rennen und hoffen. Oh, scheiße. Okay, there we go. Nehmen wir gleich halb runter. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Werft mal ab eure Ladung, bitte. Wow, 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 wow. Nicht getroffen. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, jetzt wird's aber knapp, du. Noch haben wir Sparks, aber es wird eng. Oh, scheiße. Das ist natürlich jetzt fies. Kann ich nächstes Mal direkt beim Endboss-Fight starten? Nee, komm, wir verlängern eben noch gerade ein bisschen, bis wir einmal wieder drauf gehen. Uns wenigstens versuchen noch. Ah, das ist fies mit den Raketen. Ich
keinen Sparks mehr. Ich habe keinen Sparks mehr. Ich habe einen Sparks wieder. Stimmt, ist jetzt an diese Rakete. Kann man der ausweichen? Ja, ein bisschen. Nicht so wirklich. Ja, man muss sehr lange rennen. Oh! Los! Nein! Oh, Spyro, wieso triffst du nicht? Wir brauchen Sparks, wir brauchen Sparks, wir brauchen Sparks! Oh, scheiße! Was ist das hier für ein Cluster-Gedönse, du? Alter Schwede. Oh, 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 kacke. Das Gute ist, die Aufnahmesession ist zu Ende. Und nächstes Mal werde ich dann direkt mit Endboss starten. Wieso treffe ich dieses Huhn nicht? Ah, oh, scheiße. Okay, hilft nichts. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.